Patrick Blaschke ist Leiter der VR-Bank in Tungendorf und gewissermaßen zwangsverpflichtet als Vertreter des Sponsors, eines der Hauptsponsoren, zu den Tastdorfer Turniertagen. Aber mit dem Zwang ist es gar nicht so weit her. Ich glaube, das ist ein Ereignis, wo Sie sich auch richtig drauf freuen. Selbstverständlich. Also vor allen Dingen vor dem Hintergrund, ich bin 2016 in die Geschäftsstelle gekommen. Ich habe tatsächlich vor über 17 Jahren meine Lehre in Tungendorf gemacht. Habe dann viele Stationen bei uns in der Bank durchlaufen. Ja, und jetzt bin ich wieder zurückgekehrt und bin nicht nur Banker vor Ort, sondern auch Nachbar. Also ich wohne auch nur 2 Kilometer Luftlinie von der Filiale entfernt. Und da ist natürlich zum einen eine Verwurzelung und eine Verbundenheit zu der gesamten Region. Und das macht mir unwahrscheinlich viel Spaß. Und solche Anlässe ist natürlich dann nochmal das Sahnehäubchen im Grunde genommen. Zumal meine Tochter auch pferdebegeistert ist. Und das ist so, das Übrige tut es dann. Jetzt ist es ja so, dass die VR-Bank hier in der Region, überhaupt im Land Schleswig-Holstein, sehr, sehr stark verankert ist. Ist es dann auch wichtig aus Ihrer Sicht, dass ein Haus wie dieses dann auch sich für Sport, Kultur, für das, was Leute in einem Ort in der Nähe einer Geschäftsstelle bewegt, engagiert? Ja, natürlich. Wir sind Dreh- und Angelpunkt. Gerade als VR-Bank, als Genossenschaftsbank haben wir auch diesen Förderauftrag für unsere Mitglieder und Kunden. Und da zählt natürlich Sport, Kultur etc. alles mit dazu. Und ich denke, da sind wir halt gefordert, auch ein Stück weit, diese Dinge voranzutreiben.